Die Eisbären Regensburg haben wieder einen Dreierpack vor der Brust. Freitagabend 19.30 Uhr in Selb, am Sonntag zu Hause gegen Kaufbeuren um 17 Uhr und am Dienstag um 20 Uhr gegen Dresden. Da werden übrigens viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern aus der Region eingeladen als Dankeschön für die tollen Dienste in den letzten Jahren. Wie sieht's denn im Lazarett der Eisbären aus? Die Langzeitverletzten Kyle Osterberg, Lars Schiller nicht dabei, Marvin Schmid immer noch nicht dabei und neu hinzugekommen im Lazarett ist Erik Keresturi. Er ist krank. Trainer Max Kaltenhauser, drei Spiele haben wir jetzt in kurzer Zeit hintereinander. Ja, stimmt. Aber natürlich konzentrieren wir uns jetzt erst einmal voll auf das erste Spiel. Und das wird sicher schwer genug. Wir haben gesehen, wie gut Selb in die Saison gestartet ist. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Selb von letztem Jahr. Wäre eine harte Nuss, aber wir haben gut gearbeitet in der Woche. Wir hoffen natürlich, dass wir dort hinfahren. Und es ist auch ein Derby für uns mit hoffentlich vielen Fans im Rücken. Es war schön, wenn da viele den Weg da hinauffinden und uns unterstützen. Und ja, hoffen wir, dass es ein heißes Spiel wird, weil auch dann wieder, wenn es ein heißes Spiel wird, heißt es, dass wir lang im Spiel sind. Und das würde bedeuten, dass wir um Punkte kämpfen und das ist natürlich unser Ziel. Dankeschön, Max Kaltenhauser. Stürmer Cory Trivino, er ist wieder mit dabei und soll im Sturm der Eisbären Regensburg morgen Abend in Selb für Furore sorgen. Andrew Schembri, ein weiterer Stürmer, ist jetzt unser Interviewpartner. Andrew, die ersten Auswärtsspiele wurden alle verloren. Morgens nächste Auswärtsspiel in Selb. Was müssen wir besser machen? Ja, wir spielen momentan nicht schlecht. Wir müssen als eine Mannschaft zusammenspielen und mit unserem System spielen auch. Und ja, schauen wir mal am Wochenende. Die Jungs sind bereit und ja, auf geht's. Von der Begegnung in Selb berichten Spread TV und eisradio.de. Auf eisradio.de gibt es auch wieder einen 20-Euro-Gutschein zu gewinnen. Die Selber zuletzt mit 4 Niederlagen hintereinander, die Regensburger mit 2 Auswärtsniederlagen hintereinander. Wer holt morgen Abend die Punkte? Trainer Max Kaltenhauser hat das schon angesprochen. Viele Regensburger werden nach Selb mitreisen und ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Vom Abschlusstraining der Eisbären Regensburg aus der Donauarena, Armin Wolf für Eisbären TV.